Ja, der Start war natürlich bitter. Schlimmer kann man sich eigentlich einen Start nicht vorstellen. Legt ab, schießt und dann ist das Ding drinnen. Wir sind aber sehr gut wieder ins Spiel zurückgekommen. Die Jungs haben super gefightet, haben uns da ja, eine 100%ige gespielt, wo der Gegner an der Linie rettet. Führen dann 2-1 zur Halbzeit, kommen besser aus der Halbzeit rein, sind bissig, machen das 3-1 und natürlich gibt uns dann der Gegner die Räume. War ein super Fight, sehr hoch emotional. Ja, also ich fand, wir haben schon im Hinspiel eigentlich eine gute Leistung gebracht. Nur nach der Halbzeit, wo wir rausgekommen sind, haben wir 15 Minuten hängen lassen, wo wir auch die 2 Tore kassiert haben. Aber haben uns da gut zurückgekämpft. Und heute auf jeden Fall haben wir von Anfang an, auch nach dem ersten Tor, auf jeden Fall alles gegeben. Wir haben mit Herz gespielt, wir haben mit dem Körper gespielt, wir haben das gegeben, was wir am besten können, und das ist Kämpfen. Und wir haben als Team hier halt gewonnen. Und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft auf jeden Fall. Also ich kann mich da dem Kapitän nur anschließen, ne? Wir haben eine super Saison gespielt, damit hat keiner gerechnet. Wir haben eine tolle Quali gespielt, im ersten Spiel haben wir uns auch nichts nehmen lassen. Und heute, trotz diesem frühen Rückstand, wir haben alles gegeben, wir haben Eier gezeigt. Und ja, das ist verdient. Bei 5-1 kann man nicht sagen, dass wir das nicht verdient hätten. Und ich bin stolz auf die Mannschaft. Und wir werden nächstes Jahr Mittelrheinliga rasieren, sage ich jetzt schon mal. Also, Dankeschön, ne? Und ein Hoch auf die Mannschaft, hey!